Also wir gehen früh in die FH und dann haben wir entweder ein Seminar oder eine Vorlesung oder wir arbeiten an unseren Projekten weiter. Genau, im Grundstudium ist es so, dass man zu Beginn mehr Vorlesungen hat, damit man erstmal quasi das ganze Wissen vermittelt bekommt. Und das ist in den ersten 1, 2, 3 bis 4 Semestern so. Das heißt, da hat man dann Vorlesungen ab 8 oder 10 Uhr. Und später im Studium ist es dann so, dass dann auch die Klausuren abnehmen. Das heißt, man hat mehr Projektabgaben und dann ist es so, dass man quasi das Wissen, was man erlernt hat, kreativ umsetzt in seine Projekte. Und dann später eben nur noch Projekte quasi abschließt im Studium. Und außerdem haben wir auch manchmal noch Exkursionen und da machen wir sozusagen, dass wir lernen richtig am Beispiel und gehen dann raus und sind dann an unseren Projekten, also an unseren Projektorten und dann genau sind wir da genau vor Ort. Also ich habe mir vorgestellt, dass es sehr anonym ist, weil das ja auch eine Hochschule und man, ja, das hört man halt auch einfach. Aber das ist ja an der Fachhochschule ganz anders. Wir haben alle einen familiären Umgang und man kommt zum Beispiel durch Gremienarbeit, durch die Fachschaft kommt man auch, kann man gut Kontakte auch knüpfen und genau das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Genau, und was auch, was bei mir auch noch zum Fall war, dass das Ganze sehr interdisziplinär gehalten ist. Das heißt, es ist wahnsinnig breit gefächert, das ganze Studium. Und also man hat nicht nur dieses typische Landschaftsarchitektur entwerfen oder, sondern es geht über Ingenieurbiologie, GIS, Botanik, Standortkunde, Ökologie. Ökologie, schneidet ganz viele Fächer an. Und da war ich auch sehr überrascht, weil das auch viele Fächer waren, die einem dann doch nochmal sehr gecatcht haben, beziehungsweise sehr interessant waren. Im Studium anders als in der Schule ist auf jeden Fall, dass man sich die Fächer aussuchen kann, also beziehungsweise zum Teil im Grundstudium bei uns ist der Stundenplan zwar immer noch vorgegeben, aber man hat sich ja schon mal für einen Studiengang entschieden, das heißt, man hat nicht mehr alle Fächer, die man in der Schule hat und die einem auch nicht so taugen. Und je weiter man ist im Studium, also in den höheren Semestern, hat man dann auch Wahlmodule und kann sich so das Ganze quasi zurechtlegen. Und das ist so der größte Unterschied, würde ich sagen, zur Schule. Ja, dass man halt sich einfach bewusst dafür entscheidet, das Studium zu wählen und dann man ja auch eine gewisse Leidenschaft dafür hat und das ist was ganz anderes als in der Schule, wo alles vorgegeben ist. An meinem Studium gefällt mir am meisten, dass man den Raum ganz anders wahrnimmt, also egal wo man hinkommt. Egal, ob es auf Gestaltung ankommt oder die komplexen Strukturen im Ökosystem, das ist halt einfach ganz anders. Und ja, das ist wirklich schön. Genau, und was ich besonders von Vorteil empfinde, ist, dass wir hier an unserer Fakultät das alles sehr familiär gehalten ist. Das heißt, wir haben einen relativ kleinen Campus. Wir sind nicht mit 400, 500 Studierenden in einem riesen Hörsaal, sondern es hat eine Klassenatmosphäre. Es sind 30 bis 40 Studierende und dadurch hat man ein ganz anderes Gefühl nochmal, beziehungsweise man kann auch direkt mit den Dozenten sprechen, mit den Professoren Fragen stellen. Man trifft die dauernd auf den Fluren vor Ort und da wird auch oft dann geduzt und das ist schon mal ein immenser Vorteil auf jeden Fall anderen Studiengängen gegenüber, würde ich Und auch sagen. im PC-Pool, also wir tauschen uns halt mit unseren Kommilitonen aus und lernen gegenseitig, also voneinander. Das ist halt auch ein Vorteil, wenn man sich so gut kennt. Im Studium schwierig, finde ich, manchmal alles unter einen Hut zu bekommen. Also man muss lernen, seine Zeit zu managen und sich auch selbst gut zu organisieren. Das ist manchmal schwierig, aber man lernt an seinen, also man lernt an diesen Aufgaben und wächst daran auch ganz gut. Genau, und es ist immer ein bisschen schwierig, das Zwischenspiel zwischen Lernen und Klausuren schreiben und nebenbei quasi eigenständig Zeitmanagement das hinzubekommen, seine Projekte voranzutreiben und quasi die Abgaben pünktlich zu machen, zwischen Präsentationen. Aber ich glaube, das ist auch das, was einem dann später im Beruf auf jeden Fall zugutekommt. Ja, und das macht ja auch Spaß, also das darf man nicht vergessen.
Also wer sich für das Studium interessiert und trotzdem nicht so richtig weiß, wie das vorgeht, und der kann sich gern zum Schnupperstudium anmelden. Dann kommt er für einen Tag hierher und es gibt halt eine Mentorin oder einen Mentor, der die oder derjenige rumführt und einen Einblick gibt in das Studium. Genau, richtig. Und was mir auch geholfen hat, ist, dass man sich auch einfach mal die Studienmodule durchliest. Und dann sieht man ja auch wirklich, was alles im Studium drankommt. Zum einen kann man nicht enttäuscht werden. Und ich glaube, das sind viele interessante Module dabei, von denen man später auch auf jeden Fall begeistert ist. Und für Studienanfänger ist es auf jeden Fall hilfreich, sich dann später mit den höheren Semestern abzusprechen, beziehungsweise kann man sich da oft einen Rat einholen. Und wie habt ihr das gemacht? Irgendwie was? Und da kann man sich, ja genau, also da kann man sich immer guten Rat holen und auch von den Dozenten und Professoren, die helfen einem da auch Ja, weiter. immer.